Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, es gibt mal wieder ein neues Haus-Tutorial. Und zwar ist das, glaube ich, das größte Haus-Tutorial, was ich je gemacht habe auf meinem Kanal. Also allein dafür ist eigentlich schon fast so ein Like angebracht. Ich würde einfach mal sagen, ich zeige euch das ganze Haus. Und dann, wenn ihr Bock habt, können wir das zusammen nachbauen. Genau, so, wir sind hier einmal auf der Vorderseite. Das Haus hat insgesamt 3 Etagen. Wir haben 2 Pools, man könnte eventuell sogar einen dritten einfügen, genau, und verschiedene Treppen und verschiedene Ebenen und so weiter. Also ich finde, das ist mega cool geworden. Genau, wir haben nämlich einmal hier unten so einen Pool mit so einer kleinen Treppe, wo man dann hochgehen kann, und hier unten einen Eingang. Das ist eigentlich sogar so eine abgesonderte, also diese Etage, die ist nochmal abgesondert, privat, als eigene Wohnung oder sowas in der Art. Genau, also man hat keine Treppe nach oben, sondern nur diesen Eingang. Und dann kann man aber dann auch hier einmal hochgehen auf die nächste Etage, und dann hat man hier so eine riesen Dachterrasse mit einem Pool hier, mit einem Sprungbrett sogar. Dann kann man hier einmal reingehen und dann seht ihr schon, ja gut, hier ist es gerade komplett dunkel. Ich setze hier mal gerade so ein bisschen Licht rein und hier fehlt irgendwie eine Tür, warum auch immer. So, ich hau die dann gerade mal auch hier rein. So, dann haben wir hier eine Etage. Und dann hier auch nochmal eine Treppe, wo man dann hochgehen kann. Und hier ist nochmal so ein Bereich, der komplett groß ist, also über 2 Etagen sich erstreckt. Und dann kann man hier hoch in die nächste Etage, hat hier noch eine ganze, ja, so eine ganze Wohnung, sage ich mal, oder eine ganze Etage. Und hier noch eine Terrasse, wo man hier auch wieder runtergehen kann. Und auf der Rückseite natürlich auch nochmal eine riesen Dachterrasse, also hier. Genau, so, warte, ich fliege gerade immer noch mal von außen einmal drumherum, weil jetzt habt ihr, glaube ich, nur so das Innere gesehen. So, dann gehen wir einmal hier wieder raus. Von hier sind wir ja gekommen. Genau, das heißt, hier so sieht das ganze Haus dann von der Vorderseite aus. Auf der rechten Seite ist das Ganze dann so gestaltet. Und ich finde das hier mega cool mit diesen Säulen. Also man hat immer so Säulen, die das ganze Haus so ein bisschen tragen. Also hier einmal, hier so noch weitere Säulen. Und dann hier auf der Rückseite auch. Und genau, so sieht das Ganze hier auf der Rückseite aus. Das heißt, unten hat man hier eine Terrasse, oben nochmal eine Riesendachterrasse und hier auch nochmal so eine Treppe, die das Ganze ein bisschen verbindet. Und hier der ganze Teil ist auch wieder von so Säulen getragen. Genau, also ihr seht, ein mega, mega riesen fettes Haus. Und ich hoffe, ihr habt mega viel Zeit mitgebracht, weil ich glaube, das dauert sehr lange, das zu bauen. Und ich hoffe, dass ich das auch vernünftig schaffe und nicht zu viele Fehler mache, weil das wirklich einfach sehr vielschichtig ist und viele, man muss einfach viel machen. Genau, aber ich würde einfach mal sagen, so, wenn ihr Bock bekommen habt auf dieses Haus, dann fangen wir doch einfach mal an, das Ganze nachzubauen. Und zwar brauchen wir zum Großteil Quarzblöcke und Birkenholz, und dann brauchen wir auch normale Glasscheiben für die Fenster und hellgraue Glasscheiben für die ganzen Geländer. Und dann noch so ein paar andere Sachen hier und da, die ich dann aber auch immer wieder dazu ansage. Und ich würde sagen, wir fangen an, erstmal 5 Blöcke Quarz aufeinander zu setzen. Und zwar ist das dann vorne links, also dort an der Stelle fangen wir an. Genau, das heißt, ihr braucht nach rechts ordentlich Platz und nach hinten Platz und nach vorne auch so ein bisschen was. So, wieso fange ich eigentlich so weit weiter hinten an? Ich mache das mal hier. Genau, und zwar setzen wir erstmal 5 Blöcke Quarz aufeinander, also 1, 2, 3, 4, 5 und reißen die unteren 4 wieder raus. Also nur, wir brauchen erstmal nur diesen Block. Genau, und von dem Block aus gehen wir jetzt einmal nach oben, insgesamt 11 Blöcke, also mit dem, den wir unten haben. Also wir zählen den mit, das heißt, einen haben wir schon, dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 bis hier oben. Und dann gehen wir einmal nach rechts. Dort brauchen wir insgesamt 5. Das heißt, einen haben wir, 2, 3, 4 und 5. Beziehungsweise wir brauchen noch einen 6. Den sieht man aber gleich nicht mehr. Also weil es hier wieder nach vorne rüber geht. Genau, und das können wir dann eigentlich direkt schon machen. Und zwar 11 Blöcke jetzt nach vorne. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Bis hierhin gehen wir nach vorne. Und dann ziehen wir das Ganze von hier einmal, würde ich sagen, nach
rechts rüber. Ich muss jetzt gerade wieder das richtige Bild raussuchen. So, und zwar brauchen wir jetzt sage und schreibe 28 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns rechts daneben, fangen an von 2 zu zählen bis 28. Das heißt, ein Block haben wir schon mit der Ecke, dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Also ich hoffe, ich verzähle mich kein einziges Mal, weil das ist noch mit Abstand nicht die längste Strecke, die wir setzen müssen. Genau, so bis hierhin erstmal. Dann würde ich sagen, gehen wir hier einmal nach oben hin, also hier, und ziehen das einmal nach rechts rüber. Und zwar brauchen wir dort insgesamt 25 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns rechts daneben und zählen wieder ab 2 bis 25. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 bis hierhin. Dann setzen wir hier noch einen weiteren Block hin, den wir gleich wieder nicht sehen werden. Das heißt noch ein Block und gehen dann wieder nach vorne weg. Und zwar 6 Blöcke, die wir setzen müssen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Na, dann haben wir hier 6 Blöcke weiter nach vorne. Jetzt müssen wir einmal wieder nach rechts rüber gehen. Und zwar 8 Blöcke insgesamt. Das heißt, wir zählen den mit und zählen wieder von 2 bis 8. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Genau, und was wir dann hier schon mal machen können, ist, dass wir diese Ecke und diesen Block einmal nach unten ziehen. Und zwar jeweils 5 weitere Blöcke. Das heißt hier 1, 2, 3, 4, 5 und hier auch 1, 2, 3, 4, 5 weitere. Dann verbinden wir die hier einmal miteinander unten und füllen diesen ganzen Bereich einmal mit Quarzblöcken auf. So, bis hierhin dann erstmal. Genau, dann würde ich sogar schon fast sagen, dass wir einmal so ein bisschen nach hinten die Strecken schon mal fertig machen. Also ich versuche erstmal diese Grundlinien aus Quarz zu ziehen und dann später die alle aufzufüllen und mit Holz und so weiter dann zu füllen. Genau, also das ist meine Strategie, weil ich glaube, dann komme ich am wenigsten durcheinander. So, genau, das heißt, von hier ziehen wir das jetzt einmal nach hinten weg. Insgesamt 24 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier hinter und zählen einmal von 2 bis 24. Das heißt 2, weil wir ja einen schon hatten. Jetzt haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24. Genau, so, dann lassen wir das erstmal so. Gehen dann einmal hier nach unten an diese Stelle und ziehen die auch nach hinten weg. Und zwar insgesamt, das ist glaube ich die längste Strecke, die wir haben, 37 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier hinter, zählen einmal von 2 bis 37. Also 2, weil wir ja einen schon hatten. Jetzt haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 und 37. Da ist mir der Atem ausgegangen. genau, 37 Blöcke. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, und ich hoffe, ihr auch nicht. Genau, das heißt bis hierhin. Dabei belassen wir das dann erstmal hier an der Stelle und ziehen dann einmal diese Stelle auch nach hinten weg und zwar insgesamt 32 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier hinter und zählen wieder ab 2 bis 32 diesmal. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Und wenn wir uns jetzt nicht verzählt haben, sollten die beiden sich verbinden, wenn man hier eine Linie macht. Und das tun sie. Das heißt, ich habe mich hoffentlich nicht verzählt. Genau, also soweit dann erstmal hier an der Stelle, würde ich sagen. Und dann gehen wir einmal, würde ich sagen, hier an diese Kante oder an diese Ecke hier, wo wir die Fläche haben, unten links. Und ziehen die einmal hier noch weiter nach links raus. Und zwar 16 weitere Blöcke, das heißt
Hier fangen wir an mit Quarz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Genau bis hierhin. Und dann ziehen wir das einmal wieder nach hinten weg. Also das heißt, wir gehen hier hinter und zählen einmal von 2 bis 7. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Genau, bis hierhin das Ganze erstmal. Und das ist auf der gleichen Höhe wie das. Genau, das passt sehr gut, perfekt. Damit haben wir den Bereich dann auch erstmal fertig. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier auf die linke Seite, an diese Ecke. Die müssen wir jetzt einmal nach hinten wegziehen und dann diese untere auch. Und zwar jeweils, also beide, 18 Blöcke weit. Das heißt, wir stellen uns hier hinter, zählen einmal von 2 bis 18. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, und hier unten dasselbe auch. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dann verbinden wir das hier einmal nach oben bis hierhin. Das müsste ja jetzt eine Fläche ergeben. Genau, und das füllen wir dann auch einmal komplett mit Quarz auf. Das heißt, hier fangen wir an, komplett überall Quarz reinzuziehen. Und zwar so lange, bis das komplett überall zu ist. Und bei diesem Haus wird das einige, also wirklich einige Fläche, ich glaube, das sind sogar tausende Blöcke, die wir setzen müssen. Einfach weil wir Etagen voll machen müssen. Das heißt, entweder Dächer oder Zwischenetagen oder Böden oder sowas. Also darauf müsst ihr euch schon mal einstellen. Aber das ist halt bei so einem Riesenhaus einfach der Fall. Das kann man nicht vermeiden. Ich könnte das theoretisch mit World Edit machen. Mache ich aber nicht, weil viele von euch das nicht haben. Das heißt, ich setze wirklich jeden einzelnen Block per Hand. Genau, also ich leide da im Prinzip mit euch mit. Genau, so, dann haben wir einmal hier links die Wand. Das ist schon mal sehr gut. Und dann würde ich sagen, dass wir auf der Rückseite schon mal weitermachen. Also das Ganze vervollständigen sozusagen. Und zwar, jetzt überlege ich gerade nur, wie ich am besten anfange. Ich würde sagen, diese Ecke, also wenn wir schon mal hier sind, die ziehen wir jetzt einmal hier, also wenn man von hinten drauf guckt, nach links. Und zwar insgesamt 9 Blöcke, das heißt hier zählen wir einmal von 2 bis 9. Also 2, einen hatten wir ja schon, dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis hierhin. Beziehungsweise dann noch einen weiteren, weil das ist wieder so einer, den man nicht sieht. Die zähle ich deshalb irgendwie nie mit. Und dann ziehen wir das einmal nach vorne raus und zwar 5 weitere Blöcke. Also 1, 2, 3, 4 und 5 bis hierhin. Dann gehen wir einmal nach links rüber. Und zwar 14 Blöcke mit der Ecke. Das heißt, wir zählen wieder ab 2 bis 14. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Dann gehen wir einmal nach hier hin. Also jetzt müssen wir sozusagen das mit dem einmal so verbinden. Das heißt, wir gehen einmal hier hin, ziehen das jetzt nach rechts, insgesamt 10 Blöcke. Das heißt, wir zählen wieder von 2 bis 10. Also ein haben wir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann kommt noch ein weiterer Block, den man gleich wieder nicht sieht. Und dann ziehen wir das hier nach vorne weg und das verbindet sich perfekt. Genau, also wenn ich sage, den sieht man nicht, dann meine ich, also ne, wenn ich von hier gucke, sieht man den nicht. Genau. So. Dann würde ich sagen, können wir schon mal hier einmal eine Verbindung ziehen, also von dieser Ecke nach dort rüber, weil das sozusagen ein kleines separates Dach ist. Das werde ich dann ein bisschen gesondert nachher behandeln, weil danach so Lücken reinkommen. Genau, so, aber ansonsten können wir einmal hier auf die linke Seite gehen und diese Ecke einmal nach rechts rausziehen. Und zwar insgesamt brauchen wir 11 Blöcke. Das heißt, wir zählen wieder von 2 bis 11. Also einen haben wir mit der Ecke, dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Dasselbe machen wir hier auch. Das heißt auch wieder von 2 bis 11. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Dann einmal das hier miteinander verbinden und den ganzen Bereich auffüllen mit Quarz. Also genau hier einfach überall Quarz reinhauen. So. Und dann ziehen wir das einmal noch weiter nach
rechts raus. Wir hatten jetzt insgesamt 11, ne, das sind ja 11 bis hierhin. Wir brauchen aber auf dieser oberen Seite jetzt nur insgesamt 24. Das heißt, wir zählen einmal von 12 weiter bis 24. Das heißt, 11 hatten wir, dann haben wir 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24. Genau, also bis hierhin ziehen wir das Ganze. Und so, was wir dann einmal machen können, ist, dass wir das nach hinten rüberziehen, und zwar bis ganz zum Ende, also bis ganz vorne. Also jetzt eine ziemlich lange Strecke. Ich weiß nicht, wie viele Blöcke insgesamt, aber bis sich das hiermit verbindet. Und wenn sich das verbindet, ist das wieder mal ein Zeichen dafür, dass wir hoffentlich nichts falsch gemacht haben, also dass die Maße alle passen. Genau, so. Dann, genau, fehlt hier noch mal so ein bisschen was. Und zwar, jetzt nehmen wir uns einmal Quarztreppen und hier, also wir haben hier diese solide Wand und unten rechts davon, hier ziehen wir jetzt einmal drei Quarztreppen nebeneinander, nehmen uns dann wieder einen Quarzblock und nehmen den hier rechts daneben und ziehen den jetzt nach hinten raus. Und zwar insgesamt 8 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns dahinter und zählen wieder von 2 bis 8. Also, weil wir zählen den wieder mit. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis hierhin. Und dann gehen wir an diese Ecke und ziehen die nach links rüber. Und zwar insgesamt 18 Blöcke. Das heißt, wir zählen von 2 bis 18. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Genau, das passt. Und dann kommt hier noch ein Block hin. Das ist wieder der, den man nicht sieht. Also ich zähle halt immer diese Strecke und diese. Genau, so. Das heißt, die Grundstruktur ist damit eigentlich sogar schon mehr oder weniger fertig vom Haus. Genau, also so ein bisschen was erkennt man vielleicht schon. Und genau, was wir jetzt schon mal machen können, ist, dass wir Flächen reinziehen. Ich würde sagen, wir fangen an hier mit dieser Fläche. Also sozusagen, das ist ja hier, also hier ist der Boden, dann haben wir diese Linie und dann diese Linie. Hier ziehen wir jetzt überall, wo wir markiert haben, komplett Quarz rein. Und das ist jetzt natürlich eine mega große Fläche. Ich weiß nicht, wie viele Blöcke das jetzt sind. Also das sind auf jeden Fall schon auf safe über 100. Vielleicht sogar, keine Ahnung, 300, 400 Blöcke, die wir jetzt setzen müssen. Genau, und ich fange einfach mal an und während ich das mache, könnt ihr das ja bei euch auch machen. Und wenn euch das viel zu lange dauert, dann macht einfach kurze Pause, holt euch irgendwie was zu trinken, einen Kakao oder einen Tee oder einen Kaffee oder sonst was. Und dann kommt einfach wieder. genau, aber wie gesagt, es wird bei dem Haus einfach einige von solchen Flächen geben. Also die, die wir jetzt gerade setzen, ist noch lange nicht die größte. Genau, muss aber halt gemacht werden, weil, wenn man das nicht macht, dann ist das Haus nicht vollständig. So, das heißt, hier gehen wir munter weiter und hier weiter. Also wie gesagt, ich könnte das natürlich auch alles viel schneller machen, aber ich mache das nicht. Ich hab ja sogar mal eine Umfrage gemacht, wie ihr das haben wolltet. Und wirklich, die meisten haben gesagt, ich soll das wirklich live alles machen. Genau, aber ich sag mal so, für die Leute, die das irgendwie nicht live mitsehen wollen oder wie auch immer jetzt im Video, ihr könnt auch einfach vorspulen. Und dann an der Stelle weitermachen, wo ich dann hiermit fertig bin. Das ist ja auch alles kein Problem. Genau, so. Jetzt machen wir aber hier schön weiter. Boah, das ist echt eine Riesenfläche, Alter. Und vor allem das ist noch lange nicht die größte. So. Ich mache mal einfach weiter, ohne viel zu reden. Nur das Klicken der Maus, das hört man. Okay, so, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ich weiß nicht, hat jemand von euch mitgezählt, wie viele Blöcke das waren?
Also ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Also ihr seht so eine fette Fläche, die wir jetzt aufgefüllt haben. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal wieder zur Vorderseite. Genau, also das ist die Vorderseite, wo man rechts oben diese Fläche hat, ne? Also die Fläche, die Wand. Genau, und wenn wir hier sind, würde ich sagen, so, ich muss mal gerade das richtige Bild raussuchen. Dann würde ich sagen, dass wir hier schon mal. Boah, gute Frage. Ich würde sagen, eigentlich müssten wir den ganzen Bereich jetzt auch einmal auffüllen mit Quarz, weil es sonst wirklich schwierig ist, darauf weiterzubauen. Ja, komm, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Genau, also hier müssen wir das auch machen, dass wir die ganze Fläche einmal mit Quarz auffüllen. Und das ist jetzt eine noch größere Fläche als das, was wir gerade eben gemacht haben. Das heißt, es wird jetzt auch wieder ziemlich lange dauern. Aber wie auch schon vorher gesagt, während ich das mache, könnt ihr das bei euch auch machen. Und dann, ich weiß, sind wir hoffentlich ungefähr gleichzeitig fertig. Und wie auch immer, ihr könnt ja vorspulen oder auch zurückspulen, wenn das zu schnell oder zu langsam ist, je nachdem, wie es euch passt. Genau, aber ich baue das jetzt einfach mal ganz froh und munter hier so schnell wie ich kann fertig. So. Genau, hier dann auch noch mal rein. Also krass, das sind echt auch so einige Facetten und sowas, die man hier hat. Das heißt, also hier diese Auskerbungen und so. Aber das muss wirklich komplett alles einmal mit Quarz aufgefüllt werden. So. Und zwar mache ich das jetzt aus dem Grund, damit ich gleich dort mit den Wänden, beziehungsweise vielleicht erstmal gleich mit der Treppe weitermachen kann. Genau, aber dafür müssen wir das halt vorbereiten und deshalb brauche ich jetzt gerade diese Quarzfläche. So. Aber ihr könnt mir das ja, also keine Ahnung, ich baue das jetzt gerade, ich mache das per Hand, weil wirklich ein paar Zuschauer das irgendwann mal gewünscht haben. Ich weiß nicht, ist das wirklich besser für euch oder wäre es für euch besser, wenn ich das irgendwie rausschneiden würde oder so? Weil ich könnte das ja theoretisch aus dem Video rausschneiden und dann einfach zeigen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Wäre ja für mich jetzt, sage ich mal, kein Ding. Aber wenn ihr wollt, kann ich das auch einfach alles hier per Hand bauen. Das ist natürlich mega viel Arbeit, so kostet ein bisschen Zeit. Aber jetzt so anstrengend ist das hier jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Würde mich einfach mal interessieren. Könnt ihr mir gerne nochmal in den Kommentaren schreiben. Aber ich mache das jetzt einfach wirklich alles nochmal per Hand. Auch wenn das unnormal viel Zeit ist, die dabei drauf geht. Aber das gehört halt, wie gesagt, zu so einem fetten Haus einfach dazu. Das kann man nicht vermeiden. Je größer die Häuser sind, desto größer sind die Flächen, die man ziehen muss. Und das geht sogar exponentiell. Also wenn du jetzt ein Haus hast, was irgendwie doppelt so lang ist und doppelt so breit, dann hast du ja eine Fläche, die insgesamt viermal größer ist. Und dementsprechend brauchst du dann auch mindestens viermal so viel Zeit, um das Ganze zu setzen, so, ne? Und ganz simple Mathematik. Genau. Und deshalb, genau, was ich sagen wollte, das gehört dann einfach nur dazu und das kann man nicht vermeiden. So, Alter, unten sieht das Gras irgendwie gerade übelst gelb aus, oder? Ich glaube, das ist durch die Sonne, wirkt das so. Okay, so, dann hier einmal schön weiter. Hier schön weiter. Ich weiß gar nicht, boah, wenn es wirklich, gibt es Leute, ihr müsst mir das mal sagen, gibt es Leute von euch, die das auch im Survival nachbauen, das Haus? Weil das wäre echt krass. Weil so viel Quarz, da muss man ja wirklich wochenlang unterwegs sein, bis man so viel Quarz gefarmt hat. Oder man nimmt Wolle, weiße Wolle anstattdessen. Das kann man natürlich auch machen. Genau, aber mit Quarz, das wäre wirklich sehr, sehr krass. Müsst ihr mir mal sagen. Okay, so, jetzt haben wir die Fläche auch schon mal fertig. Das ist sehr gut, weil dann würde ich sagen, jetzt können wir wirklich anfangen, hier das mit der Treppe zu machen. Genau, wir sind hier einmal auf der Vorderseite. Wie gesagt, wo oben rechts die Wand ist, das ist die Vorderseite. Und dann fangen wir einmal an. Ich muss jetzt gerade das richtige Bild wieder raussuchen. Von dieser Ecke aus nach rechts 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke abzuzählen. Und der sechste, der dahinter, also dieser Block, den müsst ihr einmal rausreißen. Das heißt, hier vorne ist ein Block und das hier sind 5 Blöcke.
Genau, der Block kommt raus, dann der rechts daneben auch. Und dann die zwei dahinter, die zwei dahinter und die zwei dahinter, die auch. Also, dass man hier so einen Durchbruch hat. Und dann nehmen wir uns einmal Quarztreppen und setzen hier eine Doppeltreppe hin. Dann von unten hier einmal zwei umgedrehte Treppen dran. Dann dort wieder normale Treppen dran. Wieder umgedrehte hin. Wieder zwei normale. Zwei umgedrehte. Und dann hier wieder zwei normale Treppen dran. Und dann brauchen wir jetzt einmal wieder Quarz. So, ich muss jetzt gerade mal wieder das richtige Bild raussuchen. Ich habe, glaube ich, wirklich sieben Bilder oder so von dem ganzen Haus, von verschiedenen Perspektiven. Genau, und dann setzen wir einmal hier Quarz davor. Und außerdem, also nicht nur ein, sondern insgesamt acht Blöcke. Das heißt, einen haben wir, dann haben wir zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Genau, das sind acht Blöcke. Dann gehen wir hier einmal, jetzt muss ich gerade gucken, noch einen nach links raus. Dann haben wir hier schon zwei. Und dann brauchen wir hier aber insgesamt 11. Das heißt, zwei haben wir. Wir zählen dann einmal von 3 weiter bis 11. Das heißt, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Ziehen das dann von hier einmal nach hinten weg. Da brauchen wir insgesamt 16 Blöcke. Das heißt, von hier ziehen wir von 2 bis 16. Also einen haben wir mit der Ecke, dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ziehen das dann wieder dort drüber. Insgesamt 11 Blöcke. Das heißt, wir zählen wieder von 2 bis 11. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Und ziehen das dann einmal wieder komplett bis nach vorne rüber. Also bis hierhin. Genau, so, dann machen wir das einmal so, dass wir hier diese Schicht nochmal komplett mit Quarz zuziehen. Hier drunter die Schicht dann natürlich auch. So. Dann kommt rechts nochmal eine Schicht Quarz rein. Und links hier auch nochmal eine Schicht Quarz rein. Genau, bis hierhin. Und dann kommt hinten nochmal zwei Schichten Quarz rein. Also eins und zwei. Und der Rest, das ist dann der Pool. Das heißt, hier setzen wir Wasser rein. Man könnte jetzt noch das Gras rausreißen und dort auch Quarz reinsetzen. Habe ich beim anderen Haus sogar gemacht. Da, wie ihr seht, so ein bisschen erkennt man das. Werde ich jetzt hier aber nicht machen. Diese 10, 20 Sekunden, die spare ich mir jetzt. Genau, so, dann haben wir hier unten den Pool. Und jetzt erkennt man, glaube ich, schon ganz gut, wo die Vorderseite ist. Also die Ähnlichkeiten sind jetzt auf jeden Fall schon da. Genau. So, dann würde ich sagen, ich muss jetzt gerade mal rausfinden, wie man das am besten macht. Ich will nämlich erstmal die Unterseite mit dem Holz auffüllen. Genau, und zwar, wenn wir jetzt hier einmal zu diesem Pool hingehen, hier am Ende, hier setzen wir jetzt einmal 1, 2, 3, 4 Blöcke Birkenholz aufeinander. Das heißt, jetzt fangen wir an, so ein bisschen mit Holz zu arbeiten. Genau, und wenn wir das gemacht haben, setzen wir links daneben nochmal eine Schicht Birkenholz hin. Und dann müssen wir das jetzt einmal nach hinten rausziehen. So, jetzt muss ich nur das richtige Bild raussuchen, damit ich auch weiß, wie viele Blöcke das sind. Genau, so, das richtige Bild. Boah, ich finde das gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt aufgeschrieben habe. Vielleicht habe ich das auch gar nicht aufgeschrieben. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen schade, weil dann müsste ich das einmal nachzählen. Boah, das tut mir echt leid an der Stelle, aber ich muss das jetzt gerade nochmal nachzählen. Genau, und zwar ist das von hier die Strecke nach hinten. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 Blöcke sind das insgesamt. Genau, das heißt, wir fangen einmal an von hier oben. Also ich mache das an der Oberkante. Das einmal nach hinten zu ziehen, 19 Blöcke von 2. Also den zählen wir mit. 1, dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 bis hierhin und ziehen das dann einmal runter zum Boden. Genau, das passt. Das müsste ein Block Abstand hier zum Ende sein. Das heißt, das ist alles richtig gemacht. Das ist sehr gut. Genau, und dann machen wir das so, dass wir links eine Schicht Holz reinsetzen, rechts wieder eine Schicht, dann wieder links eine Schicht, rechts eine Schicht. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie oft wir das machen müssen. Jetzt auf jeden Fall immer auf beiden Seiten, immer abwechselnd.
bis in der Mitte sechs Blöcke überbleiben, ne? So, und das ist gleich der Fall. Genau jetzt, ne? 1, 2, 3, 4. Ach nee, das sind sogar nur 5. Das sind sogar nur 5 Blöcke. Aber das müsste passen. Ich merke gerade wirklich, dass ich da ein Bild vergessen habe. Genau, aber wir lassen dann diese 5 Blöcke frei, reißen dann hier unten die Erde raus und setzen dort Holz rein. Und nehmen uns dann Glasscheiben, ganz normale, und setzen die dann hier rein, dass wir hier ein Fenster haben, das 5 mal 3 Blöcke groß ist. Und das ist genau in der Mitte von diesem Bereich. Ist das überhaupt die Mitte? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher. Was haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch, passt. Okay, perfekt. So, und dann würde ich sagen, machen wir einmal auf der Rückseite, glaube ich, weiter. Beziehungsweise, nee, nicht auf der Rückseite, sondern wir machen auf der Vorderseite erstmal weiter. Also unten ist echt der Bereich, den ich gerade so ein bisschen am schlechtesten markiert habe, auch einfach weil der kaum zu sehen ist auf meinen Bildern. Genau, und zwar erstmal ziehen wir das hier schön weiter entlang, wo der Pool ist. Also das heißt hier bis zum Ende vom Pool erstmal. So, und ziehen da komplett einmal Holz drauf. Ne, also hier diese Wand. Dann vom Pool aus geht es noch zwei Blöcke weiter, also eine Schicht, noch eine zweite Schicht. Dann kommt hier nämlich der Eingang hin. Und zwar machen wir das so, dass wir Glasblöcke nehmen. Also ich muss mal gucken, ich habe gerade keine Glasblöcke. So. Und ziehen dann einmal hier einen Bogen aus Glas. Das heißt drei Blöcke hoch, zwei breit und dann hier wieder runter. Also so einen Bogen. Und setzen dann innen eine umgedrehte Birkenholztür rein. Dann kommt auch einmal Holz über die Tür. Und dann einmal geht das hier wieder rüber. Und dann ziehen wir hier das Holz weiter. Und zwar bis. Jetzt muss ich gerade mal genau gucken. Und zwar ziehen wir das dann einmal weiter. Also es sind jetzt zwei Blöcke, die ich gezogen habe. Dann noch einen dritten. Einen vierten. Und ich glaube jetzt noch einen fünften bis hierhin. Ich muss mal jetzt gerade noch mal genau abchecken. Genau, das müsste jetzt passen. Also bis hierhin, an dieser Stelle, dass hier am Ende noch zwei Blöcke Quarz sozusagen über sind. Genau, so, dann können wir das Ganze einmal nach hinten wegziehen und das ist jetzt der Bereich, der einfacher ist. Und zwar machen wir das jetzt einmal so, dass wir erstmal unten sechs Blöcke Gras rausreißen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dort kommt Holz rein. Und dann kommt hier neben eine Schicht aus Holz hin und noch eine Schicht aus Holz hin. Und hier oben verbinden wir das auch einmal mit Holz. So, und hier kommt dann gleich ein Fenster rein. Das machen wir dann aber gleich, wenn wir alle fertig haben. So, dann kommen hier wieder sechs Blöcke Gras, die rausgerissen werden. Und dort kommt Holz rein. Dann wieder zwei Schichten Holz und vier Blöcke hoch. Und dann reißen wir hier auch wieder sechs Blöcke Gras raus, Holz rein und rechts daneben eine Schicht, diesmal aus Holz. So, und dann verbinden wir also hier oben nochmal so eine Verbindung, hier noch eine Verbindung rein. Und dann füllen wir das Ganze jetzt einmal mit Glasscheiben auf, also ganz normale Glasscheiben, die ich hier in dem Fall benutze. Oder also beziehungsweise für alle Fenster in diesem Haus benutze ich ganz normale Glasscheiben. So, das heißt hier nochmal entlang, hier rüber. So, und dann hier das Fenster auch nochmal. So, dann haben wir diesen unteren Teil hier erstmal fertig. So, dann gucke ich mal, ob ich die Rückseite gut markiert habe. Und jo, das habe ich, glaube ich. Das heißt, hier fangen wir jetzt an, also wenn wir auf der Rückseite sind, diese Wand einmal nach rechts rüber zu ziehen. Ne? Ich zeige euch das auch mal von außen, wo wir sind, dass ihr genau Bescheid wisst. Also diese Holzwand ziehen wir jetzt einmal rechts rüber, insgesamt 12 Blöcke. Also einen haben wir schon mit der Ecke. Dann gehen wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke weit. Und die machen wir komplett mit Holz zu. Also überall kommt dort einmal Holz drauf. So.
Dann gehen wir einmal nach hinten, insgesamt fünf Blöcke. Das heißt, einen haben wir schon, dann einen zweiten, dritten, vierten und fünften. So, das auch einmal alles komplett mit Holz zumachen. Dann kommt hier eine Schicht Holz. Ah nee, nicht hier. Sorry, wir müssen jetzt noch einen weitergehen, weil das ist dieser Block, den man nicht sieht. So, und dann hier. Genau, hier kommt eine Schicht Holz hin. Das passt mit der Ecke. Also ich bin mir sicher, dass wir alles richtig gemacht haben bis hier an der Stelle. So, dann jetzt ganz wichtig, ziehen wir hier unten einmal eine Schicht Holz hin. Und zwar bis an diese Ecke rüber. Also bis hierhin. Und hier kommt dann ein Eingang hin. Genau. Und zwar jetzt setzen wir hier eine Birkenholztür an der Stelle hin von innen. Nehmen uns dann Glas und ziehen das dann einmal hier so rüber und haben dann hier einen Eingang. So, beziehungsweise, nee, nicht so. Die Tür muss noch mal raus. Der muss raus, weil hier kommt noch eine Schicht hin. Also so muss das Ganze aussehen. Das heißt, man hat insgesamt fünf Blöcke breit Glas. Das habe ich gerade falsch gesehen. Also genau, das ist so eine Doppel, also ne, auf jeder Seite ist Doppelglas. Genau, und den Rest hier füllen wir dann auch einmal komplett mit Holz auf. Das heißt, so, das hauen wir hier rein bis hierhin und dann haben wir den Bereich auch schon mal fertig. So, dann würde ich sagen, lass uns mal hier mit der Treppe weitermachen, die wir schon angedeutet haben. Und zwar kommt dort jetzt einmal jeweils unten drei umgedrehte Quarztreppen hin. Dann hier wieder ganz normale drauf. Hier da wieder umgedrehte dran. Dann normale Quarztreppen dahin. Dann wieder hier umgedrehte dran. Und hier wieder normale. Und jetzt ist der Bereich, wo wir dann wieder mit Quarz weitermachen. Also erstmal einfach hier drei Blöcke dran setzen. Nochmal drei. Hier, dann gehen wir einen nach links raus und ziehen das nach hinten. Bis an die Wand dran. Dann gehen wir einmal hier unten hin. Also bis an diese Wand setzen hier einen Quarzblock hin, dann zwei nach rechts und ziehen das dann einmal nach vorne raus, bis auf die Höhe, wo das da hinten ist und ziehen das dann auch hier sozusagen einmal rüber. Das müsst ihr dann einmal abschätzen, genau, bis hierhin rüber. Also dass wir diesen Bereich so markiert haben und den füllen wir jetzt auch einmal komplett mit Quarz auf. Das geht jetzt aber relativ schnell, weil das so eine kleinere Fläche ist. Das ist halt nochmal für so eine Terrasse, die abgesondert aus Quarz nochmal so ein bisschen höher liegt als der normale Boden. Und hier hatte ich überlegt, eventuell sogar noch einen Pool reinzubauen. Dann hätte man einen dritten Pool in diesem Haus, hier auf der Rückseite. Ich glaube, das würde sich mega gut anbieten. Genau, also wenn man will, kann man das machen. So, da gibt es nur ein kleines Problem, und zwar, dass wir eine Säule noch haben, die auf dieser Terrasse draufsteht. Also später kommt hier noch mal eine Säule hin. Genau, aber erstmal lassen wir das Ganze dann so. Dann würde ich sagen, als nächstes gehen wir einmal hier rechts an diese Ecke hin, also hier, wo dieser große Bogen ist, und gehen einmal hier unten rechts hin an diese Stelle, setzen hier einen Holzblock hin und ziehen den jetzt einmal nach links weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Blöcke das sind. Aber dann gehen wir einmal hier an diese Stelle hin, also hier, wo die Treppe ist, sozusagen dann direkt nach links und setzt jetzt nicht hier in dem ersten, sondern hier am zweiten einmal hier Holz von unten bis oben und ziehen das dann auch einmal hier rüber. Und zwar genau bis hier an dieser Stelle, also dass man das hier sozusagen diese Verbindung hat, ne? Und drei Blöcke lassen wir dann frei, und zwar sind das die, wenn man von der Treppe nach oben kommt, die genau dann hier drauf zukommen. Also die drei Blöcke bleiben frei. Und dort setzen wir dann einmal drei Glasblöcke jeweils an den Seiten hin, oben dann eine hier zwischen und dann eine Tür dort rein. Also hier haben wir nochmal einen Eingang. Und dann können wir hier auf der Seite schon mal das Ganze einmal mit Holz auffüllen. So, hier dann auch einmal hier nochmal komplett drüber und dann hier das einmal verbinden. Genau so. Und dann, jetzt gucke ich mal gerade, hier können wir das Ganze, wobei,
Ich würde sagen, lass uns jetzt einfach mal hier das Dach auffüllen mit Quarz. Das ist jetzt, glaube ich, die letzte Riesenfläche, die wir auffüllen müssen. Das heißt, hier das ganze Dach, den wir so eingerahmt haben, außer dem Bereich, den haben wir hier extra nochmal so abgesondert. Aber der ganze Bereich in der Mitte, den füllen wir jetzt auch wieder mit Quarzblöcken auf. Das heißt, jetzt fange ich einfach mal ganz munter an und ziehe hier überall nochmal Quarzblöcke rein. So, und das ist dann jetzt wirklich die letzte Riesenfläche, die wir haben. Außer wenn ihr wollt, könnte man das ganz unten im Erdgeschoss auch nochmal machen. Das werde ich aber nicht machen. Genau, da ist jetzt Grasboden. Wenn man den Grasboden austauschen würde, würde ich auch machen, wenn ich das Haus einrichten würde oder sowas, ne? Aber das werde ich jetzt in diesem Video nicht machen. So, genau. Das heißt, hier ziehen wir das Ganze erstmal noch weiter. Und dann sehen wir dann, wie es weitergeht. Und ich glaube, nach diesem Video bin ich erstmal für 3 Tage heiser. Okay, so, jetzt haben wir es gleich wieder geschafft. So, nochmal kurz einmal wieder hell machen. Die Sonne geht schon wieder unter. Genau, so, dann haben wir das Dach auch auf jeden Fall fertig. Genau, wie gesagt, das ist jetzt die größte Riesenfläche, die wir haben. So, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt, naja, wobei das machen wir, glaube ich, dann später erst, wenn wir hier die ganzen Wände und sowas haben. So, was wir dann als nächstes machen, ist, würde ich sagen, dass wir hier einmal, wo wir das Holz schon gezogen haben, einmal ganz rechts das von unten bis ganz nach oben ziehen, bis an das Quarz dran. Und dann gehen wir einmal nach links raus. Insgesamt, jetzt muss ich gerade gucken, 7 Blöcke, glaube ich. 7 erstmal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann ziehen wir das hier einmal runter. Genau, also an dieser Stelle. Sozusagen direkt an dem Quarzblock dran. Dass wir das hier einmal so einen Rahmen gezogen haben. Und hier füllen wir jetzt komplett Glasscheiben rein. Das heißt, einmal hier unten entlang, so, dann hoch, komplett bis nach oben und hier rüber. Und das müssen wir gleich auf der Vorderseite genauso auch machen. So, dann hier zwischen natürlich muss man sich schön konzentrieren, dass man bei den Glasscheiben auch trifft. Genau, bis hierhin erstmal. Dann würde ich sagen, machen wir das selber auf der Vorderseite oder arbeiten generell, glaube ich, erstmal an der Vorderseite, würde ich sagen. Genau, und zwar gehen wir hier auch wieder nach links rein und setzen jetzt hier einen Holzblock hin, ziehen das dann einmal komplett bis nach oben, ziehen den dann 7 weitere Blöcke nach rechts raus. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ziehen das dann einmal hoch bis ganz nach oben und ziehen das dann hier wieder nach links rüber. Dass wir hier wieder diese Öffnung haben und das sind insgesamt 6 mal 7 Blöcke Glas. Das heißt, wir fangen hier auch erstmal wieder an, den Rahmen aus Glasscheiben zu ziehen. So, hier zwischen. So, die ganzen Zwischenblöcke. Und das ist auch immer wirklich so ein bisschen schwierig, diese Glasscheiben zu setzen. Wobei, wenn man fliegt, geht das eigentlich sogar noch. Genau, so, dann erstmal bis hierhin. Würde ich sagen, und dann machen wir hier unten, glaube ich, weiter. Und das ist jetzt auch noch mal so ein bisschen schwierig. Ich gucke mal gerade, dass ich auch das richtige Bild hier an der Stelle raussuche, wobei ich das einmal gerade kurz nachgucken muss. 2 Blöcke, okay. Genau, das heißt, hier unten setzen wir jetzt erstmal eine Schicht Holz hin, also 4 Blöcke aufeinander. Dann ziehen wir das nach hinten raus. Insgesamt 6 Blöcke mit dem. Also ein haben wir. 2, 3, 4, 5 und 6 bis hierhin.
ziehen das Ganze dann einmal mit Holz zu und ziehen dann einmal noch einen weiteren Block, also hier hinter, den man dann gleich nicht sieht. Und dann geht das hier einmal nach rechts rüber. Das heißt, erstmal hier eine Schicht Holz, dann kommt hier der Eingang hin. Dafür nehmen wir uns wieder Glasscheiben und setzen hier drei aufeinander. Hier nochmal drei, verbinden das oben und dann eine Birkenholztür, die von innen da einmal reinkommt. So, und dann kommt hier Holz drüber und dann einmal hier runter. Dann kommt hier rechts daneben noch eine Schicht Holz hin. Ich weiß nicht, ob das zu dunkel ist. Ich glaube, das geht aber noch, ne? Also dann haben wir den Eingang, zwei Blöcke Holz. Dann lassen wir sechs Blöcke frei. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auf den siebten, also hier setzen wir wieder eine Schicht Holz hin und noch eine Schicht Holz hin. Dann lassen wir wieder 6 Blöcke frei, also wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auf den siebten setzen wir wieder eine Schicht Holz hin und noch eine Schicht Holz hin. Und dann können wir schon mal diese Flächen, die wir jetzt offen gelassen haben, einmal mit Glasscheiben auffüllen. Das heißt, hier kommt ein Fenster rein. So, und dann gleich rechts daneben auch nochmal genau dasselbe Fenster. Also hier auch nochmal, zack, überall Glas rein. So, erstmal schön den Rahmen. Und dann hier die Mitte auffüllen mit Glas. Okay, genau, so bis hier hin. Und dann, also hier kommen später noch Säulen und so weiter hin, die das Ganze noch ein bisschen stützen. Und hier kommt noch eine Treppe hin. Aber das machen wir dann gleich. Genau, erstmal würde ich dann sagen, ziehen wir das hier um die Ecke. Und zwar machen wir das da jetzt einmal so, dass wir hier nochmal eine Schicht Holz dran setzen. Dass wir hier sozusagen zwei Holz nebeneinander haben. Dann kommt hier wieder ein Fenster rein, das wieder sechs Blöcke groß ist. Das heißt, wir lassen sechs Blöcke frei. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und auf den siebten kommt eine Schicht Holz. Daneben nochmal eine Schicht Holz. Dann bleiben wieder 6 Blöcke frei, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann hier eine Schicht Holz und dann hier nochmal eine Schicht Holz und dann können wir das Ganze hier auch schon wieder mit Glasscheiben auffüllen. Also hier haben wir auch wieder zwei von solchen Fenstern, die jeweils 6 mal 4 Blöcke groß sind. So, hier dann nochmal, wie gesagt, so. Und dann schön hier rein. Genau, das passt. Und dann haben wir damit die mittlere Etage sogar auch schon fast fertig von dem Holz. Bis auf halt die ganzen Säulen und sowas. Aber das machen wir später. Genau, ich würde sagen, wir machen erstmal hier oben das nochmal fertig. Dass wir die Vorderseite schon so weitestgehend komplett haben. Genau, und das Erste, was wir dann hier oben machen, ist, dass wir hier auch erstmal wieder vier Blöcke Holz hinsetzen. Dann lassen wir wieder sechs Blöcke frei, also das Muster, merkt ihr, das haben wir ein bisschen öfter, das heißt sechs Blöcke, die frei bleiben und der siebte, dort kommt dann Holz hin und daneben auch nochmal Holz, dann bleiben wieder sechs Blöcke frei, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auf den siebten kommt wieder eine Schicht Holz hin, daneben nochmal eine Schicht Holz. Dann dahinter nochmal eine Schicht Holz, die sieht man dann aber gleich nicht. Und dann einmal von hier vorne nochmal hier eine Schicht Holz dran. Genau so, da muss ich jetzt einmal gerade das Bild wieder switchen, dass ich hier auch keinen Fehler mache. So, wenn wir das haben, jetzt bin ich mir echt nicht ganz sicher. Ich glaube, dass hier die Tür reingeht. Ich muss das einmal gerade nachgucken. Sorry, tut mir leid. Okay, ganz rechts ist sie. Okay, so, dann weiß ich Bescheid. So, dann nehmen wir uns nämlich einmal Glasscheiben und ziehen die jetzt hier, wo wir diesen Bogen haben, jetzt nicht ganz vorne, sondern einen nach innen versetzt, hier drei Glasblöcke hin, dann hier drei Glasblöcke hin, verbinden das dann einmal und setzen von innen eine Birkenholztür da rein und dann machen wir hier den Rest einmal komplett mit Holz zu. So, dann haben wir den Bereich und hier können wir das dann auch schon mal mit Glasscheiben auffüllen. Das heißt, hier kommt dann ein Fenster rein und dann links dasselbe Fenster auch nochmal. Oder das gleiche, heißt es hier eigentlich korrekt. Das gleiche Fenster nochmal, nicht dasselbe. So, ich kenne den Unterschied. So, genau, dann haben wir hier in der Mitte nochmal die Glasscheiben. Soweit dann erstmal an der Stelle. Und dann können wir schon mal das
erste Geländer ziehen. Und zwar kommt das dann einmal von hier am Rand entlang. Also das sind hellgraue Glasscheiben, die ich nehme. Sorry, ich habe das vergessen anzusagen. Hellgraue Glasscheiben. Und dann ziehen wir das hier einmal rüber bis hier an dieses Quarz dran. Und dann haben wir das hier oben auch schon mal abgeschlossen. Genau, das ist sehr gut. Und dann als nächstes. So, warte mal, jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Ich hoffe, dass ich das hier irgendwie nicht falsch gemacht habe, aber ich glaube, das müsste eigentlich passen. So mit den ganzen Säulen. Dann können wir hier die Treppe reinmachen, würde ich sagen. Und zwar machen wir das da so. Jetzt muss ich wieder das richtige Bild raussuchen. Dass wir von dieser Tür aus 1, 2, also 1, 2, 3 Blöcke freilassen und dann den vierten. Hier reißen wir 3 Blöcke Quarz raus. Dann nochmal, dann nochmal. 2, 3. Und das fünfmal insgesamt. 3 haben wir jetzt, ne? 4 und 5. Also bis hierhin reißen wir das alles raus. Ziehen dann hier einmal Quarztreppen rein und dann von unten umgedrehte Quarztreppen dran. Ne? Und dann wieder normale dahin. Und das Spiel kennt ihr ja schon immer abwechselnd. Umgedrehte unten dran und normale dann von vorne da dran. So, und dann kommen hier nochmal normale hin und hier unten nochmal umgedrehte. So, dann haben wir hier die Treppe, den Aufstieg nach oben auf diese kleine Dachterrasse und den Eingang. Genau, dann haben wir das schon mal. Und von vorne sieht das jetzt natürlich schon mal mega gut aus, das Ganze. So, dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Säulen mache. Oder vielleicht erstmal die Rückseite. Ja, wobei, lass uns erstmal die Rückseite bzw. hier die rechte Seite fertig machen. Genau, und zwar, wenn wir hier oben in diesen Bereich reingehen, fangen wir an, hier erstmal eine Schicht Holz reinzuziehen. Und das ziehen wir nach rechts, insgesamt 22 Blöcke. Also eine Schicht haben wir jetzt schon. Dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und 22. Also bis hierhin ziehen das dann auch einmal bis nach oben und füllen den ganzen Bereich einmal mit Holz auf. Also hier haben wir gar keine Fenster drin, sondern das ist eine komplett solide Holzwand. So, Birkenholzwand. Genau, so, dann haben wir das hier schon mal fertig. Und dann auf der Rückseite oben, der Bereich fehlt uns ja auch nochmal komplett. Da machen wir das jetzt einmal so, dass wir erstmal hier links hingehen, hier nochmal eine weitere Schicht Holz hinsetzen. Dann, ihr kennt das Spiel schon, 6 Blöcke freilassen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann hier wieder Holz hinziehen. Dann noch einmal hier Holz hinziehen. Und noch einmal Holz hinziehen, also 3 Blöcke insgesamt. Dann lassen wir 2 frei, ziehen hier einmal Holz hin, lassen dann 3 Blöcke frei, ziehen hier eine Schicht Holz hin, lassen wieder 2 Blöcke frei und ziehen hier Holz hin. Und hier rechts ziehen wir das dann auch einmal mit Holz zu. Also hier kommt nochmal Holz rein und so sieht das Ganze dann aus. Und dann können wir schon mal hier hingehen und hier dieses linke große Fenster einmal mit Glasscheiben zumachen. Wieso habe ich auf einmal eine Tür in der Hand? Lol. So. Einmal hier Glasscheiben rein. In der Mitte lassen wir das erstmal frei und setzen dann hier erstmal noch Glasscheiben rein. Und dann hier rechts auch. Und in der Mitte, dort haben wir jetzt nicht nur Glasscheiben. Sondern, so, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich hoffe, dass ich kann sein, dass ich gerade irgendwas falsch gemacht habe. Ja, ich habe einen kleinen Fehler drin. Wir haben hier 3 Blöcke freigelassen, es müssen aber 4 sein. Das heißt, das Holz kommt raus, diese Glasscheiben kommen raus und hier kommt das Holz hin. Und dann kommt hier eine Schicht von Holz raus und dort kommen Glasscheiben hin. Also ein ganz kleiner Fehler, das ist jetzt nicht tragisch. Genau, dass hier 4 Blöcke frei sind. Dann nehmen wir uns Glasblöcke und ziehen hier einen Rahmen rein. Hier nochmal 2 Blöcke drunter und dann 2 Birkenholztüren von der Innenseite. So, dann haben wir hier nochmal so einen Eingang auf diese große Dachterrasse. Genau, so. Dann können wir uns hier auch schon mal hellgraue Glasscheiben nehmen und angefangen von hier ziehen wir die dann schön hier außen entlang über diese Ecke einmal hier rüber.
So, einmal hier rüber. Dann nicht ganz bis zur Ecke, sondern ein vor der Ecke. Und da ziehen wir das dann hier rüber an die Wand. Genau, damit sich das hier anschließt. So, und dann haben wir das hier schon mal fertig. Und dann können wir das Dach hier, glaube ich, reinmachen. Und zwar einmal hier links kommt eine Schicht Quarz rein. Rechts kommt eine Schicht Quarz rein. Und dann lassen wir zwei Blöcke frei, ziehen hier eine Verbindung und dann noch eine Verbindung. Lassen hier zwei Blöcke frei, hier eine Verbindung und hier eine Verbindung. Und dann haben wir drei von solchen Öffnungen, die hier einfach so, ja, die so symmetrisch zum Eingang da auf jeden Fall sind. Und damit haben wir diesen oberen Teil mit dem Dach da oben auch fertig. So, das hier unten passt. Dann würde ich sagen, lass uns mal hier die Säule schon mal einfügen. Und zwar an diesem Bereich. Da nehmen wir uns jetzt einmal Birkenholz und ziehen hier an der Stelle, also von der Ecke diagonal nach innen. Dann dort noch einen und hier, also hier sozusagen, das markieren wir einmal. Und ziehen dann dort das einmal runter. Ich musste jetzt gerade kurz überlegen, ob das passt, aber ich glaube, das passt. Genau, und zwar ziehen wir dann diese ganzen vier Blöcke einmal runter. Und zwar so weit, bis die hier auf den Boden gehen. Und dann hat man eine Säule, die das Ganze nochmal so ein bisschen trägt. Und dadurch sieht das Ganze erstens stabiler, aber zweitens auch einfach nochmal so ein bisschen besser aus. Genau, meiner Meinung nach jedenfalls. Dann gehen wir einmal hier an diesen Bereich und ziehen dann von dieser Ecke aus, diagonal nach innen, also hier ein Holzblock hin, dann dort diagonal nach innen wieder einen, hier und hier einen dran und ziehen diese vier Blöcke auch einmal runter bis zum Boden. Als erste Säule, dann gehen wir an die Ecke dran, also hier, dann diagonal dort rüber gesetzt, da ein Block hin, dort ein Block hin und dann hier zwischen nochmal sozusagen die Blöcke und das ziehen wir auch einmal runter, bis das auf den Boden geht und dann hat man hier nochmal zwei Säulen, die diesen schweren Kasten tragen. Genau, hier haben wir natürlich auch nochmal Säulen, das ist auch ganz wichtig und hier ist das noch ein bisschen anders und zwar, jetzt muss ich gerade das richtige Bild raussuchen. Genau, und zwar von dieser Ecke aus gehen wir nicht einen Schritt, sondern zwei Schritte diagonal hin, also bis hier hin, setzen dort ein Holz hin, dann diagonal nach innen gesetzt hier noch ein und dann sogar noch einen und verbinden das dann miteinander, also dass man sozusagen drei mal drei Blöcke hat und die ziehen wir jetzt auch alle einmal komplett runter bis zum Boden. So, dass man hier wirklich so eine richtig fette 3x3 Blöcke große Säule hat. Dann gehen wir hier auf die Vorderseite und machen dasselbe auch. Das heißt, von hier einmal diagonal und noch ein Diagonal nach innen rüber gehen. Dann noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter. Verbinden das dann einmal hier und ziehen diesen ganzen Bereich einmal runter bis zum Boden. Also. Das mache ich aus dem Grund, weil der Teil sieht wirklich sehr, sehr, sehr krass fett aus. Gerade wenn man von außen guckt. Also das hier sieht ja mega schwer aus, gerade weil sich das über zwei Etagen streckt. Und deshalb solche fetten Säulen, damit das Ganze realistisch aussieht. Genau, so, dann haben wir den Bereich auch. Dann kommt eine weitere Säule einmal von hier hin. Genau, wenn wir hier hingehen, gehen wir jetzt auch wieder ein, zwei Schritte diagonal rüber, setzen dort ein Holz hin. Und dann noch einen weiter und ziehen dann hier sozusagen eine Säule hin, die dann aber auch wieder nur 2x2 Blöcke groß ist. So, dann haben wir hier eine Säule, die das Ganze trägt, direkt neben der Treppe sozusagen. Dann gehen wir einmal von hier diagonal ein nach hinten, setzen hier eine Säule runter, die dann aber auch wieder 2x2 Blöcke groß ist. Und ihr könnt euch das Ganze auch einmal angucken. Also von der Treppe aus müsste das ein Block sein und dann ist da direkt diese Säule. Genau, die das Ganze hier nochmal ein bisschen trägt. Und dann brauchen wir weitere Säulen einmal hier, die diesen ganzen Bereich tragen. Und zwar, jetzt muss ich gucken, ob es ein Block sind oder zwei nach innen. Das ist aber einer, okay. Genau, und zwar gehen wir an diese Ecke hin. Und gehen ein Diagonal nach innen, also hier hin, und dann noch ein weiter und setzen dann an diesen vier Blöcken einmal eine Säule dran.
so die das Ganze hier trägt und dann angefangen, also wenn ihr von oben einmal guckt, hier drunter ein Diagonal nach innen gesetzt, also hier und hier nochmal einen Block dran. Und diese vier ziehen wir dann auch einmal runter. So, und dann haben wir hier eine zweite Säule. Die beiden tragen dann diesen fetten Kasten hier oben. Und hier, jetzt ist es ganz wichtig, am besten kann man hier diese Säule einmal rausreißen und hier unten diese Quarzblöcke einmal entfernen und dann stattdessen dort Holz drunter setzen und dasselbe hier auch einmal. Den Grund sage ich euch, damit man von unten sieht, wo das durchgeht. Genau, weil hier ziehen wir das einfach nochmal komplett weiter. Das sind dann sozusagen Säulen, die über zwei Etagen rübergehen. So, von außen sieht man das. Also die gehen dann von ganz unten einmal bis ganz nach oben rüber und halten diesen Teil, aber halten dann auch diesen oberen Teil. Genau, so, und dann hier auf der rechten Seite, hier haben wir ja diese eine Säule. Und da machen wir das jetzt so, dass wir zwei Blöcke freilassen und dann hier direkt noch eine Säule hinziehen. So, dann lassen wir wieder zwei Blöcke frei und ziehen hier noch eine Säule hin. Und dann hat man hier, sieht dann so aus, als ob man hier 1, 2, 3, 4 Säulen sogar hat, die das Ganze so ein bisschen tragen. Genau, und dann kann man hier auf der Innenseite, also wichtig jetzt die Innenseite, also hier einmal graue Glasscheiben dran setzen. So, dann geht das hier weiter bis ganz zum Ende. Dann einmal hier links rüber, bis hier zur Ecke dran und dann einmal hier rüber bis zum Haus, also bis dort dran. Und dann haben wir hier das Geländer auch schon mal fertig. Und damit ist die Vorderseite sogar schon fast komplett. Hier kommt natürlich noch der Pool rein. Das ist ja auch ganz wichtig. Und zwar habe ich angefangen, den hier, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich mache den jetzt einfach mal, also wir fangen den hier an. Das sind zwei Blöcke Abstand hier zu diesem Holz. Und dann gehen wir 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weit und ziehen den ganzen dann einmal nach hinten raus bis hier zwei Blöcke zu dieser Säule. So, und genau hier ziehen wir das dann genauso weit, also auch einmal hinten bis hier zwei Blöcke Abstand zur Säule. So, hauen dann hier einmal den ganzen Bereich weg. So, ich weiß, das ist jetzt offen, das werden wir gleich aber anpassen. So, dann haben wir den Bereich und dann gehen wir hier einmal so ein Stück weiter noch nach vorne. Ich würde sagen auch einfach so fünf Blöcke, dass wir so ein kleines L hier haben. Und dann machen wir das so, dass wir jetzt überall einmal da, wo es offen ist, komplett Holz drunter ziehen als Schicht. Und das sorgt jetzt natürlich dafür, dass wir einmal auf der unteren Etage eine Deckenhöhe haben, die nur drei Blöcke groß ist. Das reicht aber eigentlich auch noch aus. Genau, und das ist, muss aber halt sein, damit wir den Pool so ein bisschen abgeriegelt haben. Genau, also bis hierhin das Ganze. Dann würde ich das hier sogar auch noch weiterziehen, weil das sonst komisch aussieht, wenn man da so eine Lücke in der Decke hat. Genau, so, und dann wird es gerade komplett dunkel. Ich nehme mal gerade Glowstones und setze so ein paar hier rein. So, weil dann würde ich hier das auch nochmal zuziehen bis hierhin, dass man einmal so einen Bereich hat, der so ein bisschen, wo die Decke so ein bisschen niedriger ist. Und dann kann man jetzt von oben einmal hingehen und dann seht ihr das, ist das hier komplett frei. Da können wir dann Wasser nehmen und das einfach hier reinsetzen. Und dann haben wir hier direkt auch so einen nicen Pool. Und dann nimmt man sich nochmal so eine Quarztreppe, zieht die hier hin, nimmt Quarzstufen und haut dort nochmal zwei Stufen dran und dann haben wir direkt so ein Sprungbrett. Und der Pool ist jetzt zwar ein bisschen anders als dort, also hier ist ja nur vier Blöcke breit. Genau, ich würde den hier, glaube ich, aber auch noch verbreitern. So, hier finde ich den auf jeden Fall besser, wie wir den jetzt gebaut haben. Genau, dann haben wir da den Pool in der oberen Etage. Mega, mega cool. So, jetzt gucke ich mal gerade, was sonst noch fehlt auf der Rückseite. Genau, hier unten der Bereich. Ich muss gerade gucken, ob man den komplett zumacht. Ja, genau, den macht man einfach komplett zu. Also hier kommt Holz rein. So, bis die Wand hier einmal dicht ist. Und
ansonsten, genau, fehlt hier natürlich noch das Treppengeländer, ganz wichtig. Oder nicht Treppengeländer, sondern das Geländer für diesen Durchgang hier. So, dann haben wir den. Diese Säulen haben wir. Hier, das passt. Hier oben haben wir die Säulen. Hier haben wir Säulen mit drinne. Die Säule steht. Ich glaube, dass wir es damit sogar geschafft haben. Krass. Also was auf jeden Fall noch fehlt, ist innen eine Treppe. Das kann ich euch auch vielleicht nochmal zeigen. So, die habe ich nämlich hier in dem Bereich gebaut. So, da habe ich nämlich einfach angefangen, also wenn wir jetzt hier in diese Ecke reingehen, an dieses Fenster dran, angefangen von hier, habe ich zwei Treppen hingesetzt, dann nochmal zwei, hier zwei weitere, hier zwei weitere und dann reißt man hier oben das Ganze einmal raus und zieht das dann einmal bis hier oben hin. So, dann habe ich hier nochmal anstatt diesen zwei Holzblöcken, anstatt Quarz habe ich da zwei Holzblöcke hingesetzt, damit das ein bisschen schöner aussieht. Und dann habe ich das Ganze nochmal so ein bisschen abgetrennt, dadurch, dass ich hier eine Verbindung gezogen habe. Wobei, nee, nicht hier, sondern ab hier. Eine Verbindung hier nach oben gezogen habe. Und dann habe ich das hier einfach nochmal komplett zugemacht. Und hier auch nochmal. Ist gerade ein bisschen dunkel. So, jetzt sieht man das besser. Genau, dass man hier einmal diese Treppe hat, wo es hochgeht. Und dann brauchen wir hier auch nochmal Glasscheiben, die wir hier entlang ziehen für das Geländer. Und dann haben wir hier den Bereich auch fertig. Okay, so, ich glaube, das war's dann sogar. Eine Möglichkeit, die ich euch noch geben möchte. Hier sieht das Ganze so ein bisschen aus, also ne, sowohl auf der Seite als auch auf der Seite, dass das hier nicht so ganz stabil ist. Ich hatte eine Idee und zwar, dass man, jetzt muss ich gerade gucken, ich glaube von hier angefangen, einfach so zwei Quarzblöcke runterzieht. Dann hier drei Blöcke freilässt, genau da, wo der Eingang ist, und dann hier nochmal zwei Quarzblöcke hinzieht, so dann wieder drei Blöcke freilässt und hier zwei Quarzblöcke hinzieht und nach oben, also dass man das sozusagen so macht, ne? Das ist eine weitere Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie ihr das besser findet. Also entweder diese Seite oder diese Seite. Das Problem ist hier, dass man, dass diese Säulen nicht mehr so ganz auffallen, ne? Und von der Seite sieht das Ganze dann so aus. Ich finde, das geht in Ordnung. Keine Ahnung, das kann ich euch anbieten, dass ihr das auch so baut. Oder ihr lasst es halt so, dass es schwebt. Weil wenn man von der Seite guckt, sieht das gar nicht mal so instabil aus. Einfach weil diese Strecke so lang ist und das dann prozentual gar nicht mehr so weit rausragt. Aber wie gesagt, wenn man das so macht, sieht das auf jeden Fall stabiler aus. Keine Ahnung, wie es euch besser gefällt. Das könnt ihr einfach machen, wie ihr wollt. Ist eine Möglichkeit, die ich euch einfach nur so geben wollte. Genau, dann würde ich sagen, Leute, wir haben es wirklich geschafft, das größte Haus auf meinem Kanal oder das größte Tutorial auf jeden Fall auf meinem Kanal. Genau, ich würde sagen, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Also für diese ganze Arbeit, die da drin steckt, kann man das auf jeden Fall machen, würde ich sagen. Ansonsten könnt ihr das Haus auch runterladen auf meiner Website kostenlos, wenn ihr zu faul wart oder es vielleicht auch nicht ganz geschafft habt. Genau, ansonsten nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, haut rein, meine Freunde. Ciao. Ciao.